Gobert! How about that from Luka Doncic? Treći dan, Eurobasket, Bosna i Hercegovina! Ja! Yeah! Eurobasket, Basket, let's go! Ball hin! Wow, vielen Dank für den Einsatz. Tag 3. Und da stand unter anderem Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina auf dem Programm. Schauplatz Lanxess Arena in Köln. Und mittendrin die deutsche Mannschaft mit Selbstvertrauen, mit Selbstverständnis nach dem Sieg gegen Frankreich. Inwiefern hat sich deine Wahrnehmung nach diesem Auftaktsieg gegen Frankreich verändert? Ja, drastisch natürlich hat sich das verändert. Ich bereue ja zutiefst, dass ich nicht an die deutsche Mannschaft, an einen Sieg der deutschen Mannschaft gegen Frankreich geglaubt habe und mich direkt als Experte da geoutet habe, keine Ahnung zu haben. Kein Problem, wir machen alle mal Fehler, aber Per Günthers Vorfreude auf das Spiel war trotzdem enorm. Weil Maudo mein Basketball-Man-Crush ist. Sweet. Per ist in Stimmung und die Stimmung vor Ort war natürlich wieder einmal überragend. Die Lanxess Arena ist voll. Ja, und nicht nur die Arena war voll, aber springen wir wieder zurück in die Halle. Bosnien und Herzegowina kamen deutlich besser in die Partie. Vor allem einer war zu Beginn nur schwer zu stoppen. Immer wieder Djanan Musa. Musa übergefallen. Und nicht nur auf dem Parkett fielen die Körbe für das Team von Coach Asir Bekir. Die bosnischen Fans auf den Rängen. Kreativitätslevel 100. Aber auch das DBB-Team trug in der ersten Halbzeit zur Unterhaltung bei. Schröder mit dem Lob für Theis. In Halbzeit 2 übernahm dann das deutsche Team das Ruder. Wir waren also diejenigen, die Attacke gemacht haben. Es läuft alles für die deutsche Nationalmannschaft jetzt. Offensiv und vor allem auch defensiv. Sagen, aber ist er da mit dem Block? Jonas Wohlfahrt, Blockermann. Falls Sie aktuell noch einen kreativen Babynamen suchen, melden Sie sich bitte bei Kommentator Sebastian Ulrich, der sich kurze Zeit später um den nächsten Block kümmern durfte. Nurkic geblockt von Wagner! Was für ein Monsterblock! Am Ende siegte Deutschland mit 92 zu 82. Kurze Zusammenfassung bitte. Wilder Ritz. Perfekt, danke. Im Anschluss warteten einige Fans vor dem Mannschaftshotel auf das ein oder andere Selfie. Und hier gilt zu Recht, gucken, nicht anfassen. Blicken wir jetzt auf den kommenden Gegner der Deutschen, Litauen. Die litauischen Fans hätten bereits jetzt schon einen Titel verdient. Ihr Team bekam es mit Frankreich zu tun und zog mit 73 zu 77 den kürzeren. Es war maximal spannend, maximal physisch, aber für mich auch skurril, hässlich. Ein Leckerbissen, Körny, da muss ich mich mit Körny nochmal unterhalten. Herr Pär, ich möchte es so erklären, mit etwas aus der französischen Küche, wenn wir das heute hier schon Frankreich haben. Froschschenkel und Schnecken, das ist ja eigentlich auch hässlich, aber probier mal, das ist dann auch ein Leckerbissen. Ach ja, und dann gibt es noch den täglichen Doncic, vielleicht der gefragteste Mann des Turniers. Okay, unsportliches Foul von Dragic. Die Slowenen bereiten sich sehr speziell auf ihre Partie gegen Ungarn vor. Vlasic, Muric und Doncic von der Mittellinie. Kann man mal so machen. Und hat scheinbar auch geholfen. Es folgte ein Sieg gegen das ungarische Team. NBA-Kollege Giannis Antetokounmpo traf mit seiner griechischen Mannschaft auf Italien. Und ja, ihr habt es geschafft. Ihr seid auf der großen Leinwand. Groß aufgespielt hat auch Giannis wieder. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Die Learnings nach Tag 3. Das DBB-Team bleibt ungeschlagen. Basketballspiele dürfen durchaus mit französischen Delikatessen verglichen werden. Und Mauro Dolo ist der Man-Crush von Per Günther. Alle Spiele der Eurobasket live.